Hallo liebe YouTuber, ich möchte euch herzlich willkommen heißen bei der ersten Folge Big Fish Media Pro. Mein Name ist Tim Schwarz, ich bin 34 Jahre jung und freue mich auf jeden Fall, einer der Ersten zu sein, der bei Big Fish Media Pro mitwirken darf. Und die Zusammenarbeit mit Christian und Gregor, da freue ich mich natürlich riesig drauf. Heute sind wir hier im Duisburger Hafen. Ich möchte euch mal das Dropshot-Angeln mit Naturköder, mit Turbena-Würmer oder klassischen Tauwurm vorstellen. Ich hoffe, euch wird es gefallen. Und dann gehen wir jetzt mal Gas. Was brauche ich alles zum Dropshot-Angeln? Brauchen wir Haken. Ich nehme mal Karpfenhaken von der Firma Mustard in der Größe 4. Ich halte euch meine Kamera. Also sind schon ein bisschen, sag ich mal, mächtige Haken, aber zum Dropshot-Angeln nehme ich eben gerne Karpfenhaken. Die sind stabiler und wenn man was Dickes einsteigt, dann hat man eigentlich eine reelle Chance, den noch rauszukriegen. Also dass der Haken nicht aufbiegt, wenn man so einen kleinen Wurmhaken jetzt nimmt oder einen normalen Offset-Haken. Deswegen finde ich persönlich den Karpfenhaken besser. Was brauchen wir noch? Fluorocarbon 024er von Firma Berkeley. Hat eine Tragkraft von, lass mich lügen, 6 Kilo, also reicht voll und ganz zum Barschen. Alternativ kann man auch Dropshot-Haken vom Balzer nehmen. Die sind auch nicht schlecht, die nehme ich auch manchmal. Dropshot-Bleie brauchen wir. Ganz einfache Bleie hier. 10er, 7er. Heute ist ein bisschen windig. Ich habe auch mein Mikrofon vergessen. Ich hoffe, es stört euch nicht zu sehr. Aber ein Stabblei nehmen wir. So. Dann machen wir mal ganz schnell hier. Ich bin nämlich auch heiß und will angeln. Also, ich habe hier so circa, sagen wir mal, 60, 70 cm Fluorocarbon. Haken drauf, in die Mitte, das ist eigentlich ganz leichter Knoten, einmal eine Schlaufe, fünfmal verdrehen, 3, 4 und 5, halte die Schlaufe oben auf, geht mit dem Haken durch, ich hänge den erst einmal rein. Ich ziehe das einmal an, so, feuchte das an und zapp, sitzt da. Vorteil bei dem Knoten ist, ihr seht, der Haken steht kerzengerade. So soll es sein. Als Route habe ich hier eine Exo-Kombo, 2,11 m, 8 bis 14 Gramm, ist ideal. Hat eine weiche Spitzenaktion, aber ein super hartes Rückgrat. Also für die Angelei optimal. Und jetzt knoten wir mal das Vorfach. An die Hauptschnur. Also Haken muss nach oben schauen, Logo. Nehmen wir das Vorfach, machen wir einen einfachen Knoten, gehen aber dreimal durch. So. Dann ziehen wir das hoch, nehmen die Hauptschnur, gehen durch, ziehen das Fluo fester. Dann gehe ich mit der Hauptschnur, gehe ich mit dem Finger dazwischen und gehe 15 Mal um das Vorfach. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal, achtmal, neunmal, zehnmal, elfmal, zwölfmal, 13, 14, 15 Mal. So, haben wir. Dann habe ich ja mit dem Zeigefinger und Daumen die Schlaufe aufgehalten. Dort gehe ich einmal durch. Dann ziehe ich das fester. So. Und ziehe und der Knoten sitzt. Vorteil ist, dass man das Vorfach direkt aus Fluor knotet. Man könnte auch einen Karabiner dazwischen packen, ein Tönnchen. Aber man kann sich den auch schnell durch den Spitzenring ziehen. Eine Tasche im Müll. Man kann sich auch schnell durch den Spitzenring ziehen und dann kann man sich die Keramik kaputt machen. Hier ist der Vorteil, es passiert nicht und ihr spart Geld. Und das ist das Wichtigste beim Angeln.
Dann nehmen wir das Dropshot-Blei. Ja, finde ich schon super an hier. Und Johnny, ja, hat das noch gehabt. Ja. Nehmen wir das Dropshot-Blei. In diesem Fall nehme ich 7 Gramm, 7 Gramm Stabblei. Das hänge ich unten rein. So, ziehe das einmal rein, fertig. Ich persönlich lasse das jetzt so, man könnte jetzt noch einmal so eine Schlaufe machen, aber das hält 1A. Dann nehmen wir den Dentrobena, damit fange ich immer an. Die riecht ein bisschen besser als der Tauwurm. Oh, sorry für den Wind, falls ihr es rauschen hört, ich weiß es nicht. Ich werde es näher zu Hause. Der Wind peitscht hier ziemlich. Der Turbenerwurm, den ziehe ich in der Mitte. Ziehe ich den auf. Gehe einmal rein, ziehe den so über den ganzen Haken. Der Saft, der läuft schon richtig raus da. So, wie so ein Gummifisch ziehe ich den auf. Einmal durch, dann lasse ich 2 Enden baumeln. So, seht ihr. Und wenn ich den jetzt anzupfe, dann wackeln beide. Zack, zack, zack. Diese 2 Tentakel. Das macht die Barsche verrückt. So, jetzt geben wir mal Gas und jetzt angeln wir mal. So, Montage haben wir fertig. Habe ich euch ja gezeigt. Den Wurm habe ich aufgezogen. So. Wie führe ich jetzt das Dropshot-Trick? Also ich mache eigentlich nur so einen Schlenkerwurf. An der Spundwand entlang. Lass den absinken. Bremse habe ich zu. So, jetzt bin ich unten. Jetzt zupfe ich den nur ran. Müsste eigentlich ganz schnell gehen. Wichtig ist, wenn ihr einen Biss kriegt, nicht sofort anhauen wie mit dem Gummifisch. Erstmal reinsaugen lassen. Da war er. Ihr müsst ihn erstmal reinsaugen lassen. Also ihr merkt den Biss, tock, und dann drrrrt, und dann bam, gibt ihr es ein. Der erste Wurf, direkt am ersten. Der erste Biss am ersten Wurf. So kann man auch mal schnell lokalisieren, wo stehen die Barsche. Jetzt ist der Wurm auch schon weg. Geht natürlich immer ganz schnell hier. So. Also ich zupfe ihn einmal an und drehe ihn und wackel ein bisschen in die Spitze. Die letzten paar Meter kann man ruhig mal so vorne langküpfen lassen. Ja, guck mal, Wurm noch da. Der Wurm ist noch komplett da. So. Also ungefähr auf 10-15 Meter kann gerade bis auf der halben Strecke. Gucken wir mal, was wir einen Live-Biss mit Fisch rauskriegen. Also unten ist angekommen, ich drehe stramm, zupfe ihn auf mich zu, tap, tap, tap. Da. Ah, und wieder, da war er. Die Sau, die alte Sau. Da habe ich jetzt aber selber angehauen sofort. Das sind ganz kleine Barsche. Die kriegen wahrscheinlich den Haken nicht rein. Da war er. So, jetzt habe ich einen Biss gehabt. Jetzt warte ich. Jetzt merke ich eine Schnur. Und jetzt? Ah, weg ist er wieder. Das sind die ganz kleinen. Ah. Auch mal ruhig stehen lassen. Also ich habe jetzt in der Absinkphase den Biss gemerkt. Tock. Da habe ich ihn stehen lassen. Und hab sofort gemerkt, wie er abzog. Aber er hat ihn nicht richtig genommen. Vielleicht müssen wir gleich einen kleineren Haken nehmen. Auf jeden Fall waren die Barsche weiter draußen. Hier seht ihr. Wurm ist weg.
will man immer eine Tasche haben. Schnell wechseln. Jetzt haben wir noch einen halben drauf. So. Jetzt nehme ich nur einen halben Wurm. Den halben Wurm schiebe ich jetzt einfach nur drüber. Oh ja, das ist das Eklige, der Wurmangelei, die dreckigen Finger. So. Oh, jetzt haben wir wieder ein bisschen Spiel hier. So, alle guten Dinge sind drei. Schön weit raus. Sofort Bügel zu. Absinken lassen. Ein bisschen in der Spitze vibrieren. Und einkurbeln. Wir haben ja Glück, dass wir so einen richtig dicken Hafenbarsch kriegen. Das wäre natürlich geil. Ne? Natürlich viele 40 plus Fische hier. Kein Biss. Ja, die Barsche, die patrouillieren hier richtig an den Spundwänden entlang. Ziehen hier mal lang und sind auf Futtersucher. Manchmal beißen die auch direkt vor die Füße. Ja, jetzt hatte ich hier noch zwei, drei kleine Bisse, aber das sind echt Mikrobarsche. Ich hoffe, wir kriegen gleich... Oh, da haben wir ihn. Ja, und das... Bisschen. Ah, ist auch so kleiner. Ah, ein bisschen. Auch ziemlich klein, ne? Aber ihr seht, kleine Mini-Barsche hier. Ah, wenn man ein paar Barsche zocken will, ist das eigentlich ganz gut mit dem Wurm. Ne? So. Ja, den Wurmfetzen, den können wir immer noch nehmen. Mal gucken, ob wir jetzt müssen eigentlich. Also ich gehe einfach lang, zupf zwei, dreimal in die Rutenspitze, lass ihn absinken, zupf zwei, dreimal, ein bisschen stramm drehen. Sobald ihr einen Tock habt, wartet, dann merkt ihr, und dann pack, gibt ihn ein. Weil es ist nicht wie beim Gummifischangeln, Tock anhauen und sofort. Also der Anbiss kommt, kurz warten, runterschlucken lassen und dann geht's weiter. Auch, also, und wenn ihr merkt, es tockt, erstmal stehen lassen. Und dann wartet ihr. Und wenn ihr merkt, das ist, er zieht ein bisschen ab, dann gibt ihr den an. Da haben wir jetzt den ersten besseren. Da haben wir ihn doch. Der sieht doch schon mal gut aus. Er hat seine 30 plus. Ja, ein Spundwandkescher wäre vom Vorteil, ne? Da haben wir schon mal ein bisschen besseren. Er hat schon mal seine 30 plus. Da seht ihr, ne? Hat er schön genommen, den Wurm. Ja, Haken gerade abgegangen. Ne? Der ist auch schon mal ein bisschen besser. Er hat seine 30 cm. Schöner Barsch. Klappt wunderbar. Ist jetzt der sechste. Also ich habe jetzt noch gerade 3-4 kleine gefangen. Aber da haben wir schon mal einen größeren. Ne? Ist jetzt immer noch kein richtiger Riese, aber ist ein schöner Barsch. Ne? Und klappt. Wunderbar. Ne? Seht ihr, die Hafenbarsche sind wunderschön. Ne? So, dann lassen wir den jetzt mal wieder schwimmen. Da kam auch direkt ein ganzer Trupp hinterher. Das waren so 6-7 Stück, habe ich von denen gesehen. Also wo ich ihn hochgeholt habe. Ja, aber eigentlich müsste man dann sofort abhaken, den nächsten. Aber ja, die muss man ja auch nicht dann hier runterschmeißen, die großen. Ja. Kann man
direkt wieder. Ja, muss ich mich wieder hinlegen. Oh, komm, Kollege, schwimm. Und da schwimmt er weg. Da ist der gute weg. Oh, was für ein Akt. So, jetzt probieren wir mal noch einen dicken zu kriegen. So, der letzte Wurf. 7 Barsche, 6 kleine. Da, oh, Biss gehabt. Scheiße. Ah, Mist, sorry, dass ich geflucht habe. Hier seht ihr, 7 Barsche auf meinen Ticker. Letzte Wurf, jetzt wieder direkt ein Biss, aber es war wieder so. Oh, ey, wieder. Das darf doch nicht wahr sein. Ja, letzte Wurf, 2 Biss jetzt. Ja. Mann. Schauen wir mal. Ja, aber vielleicht mache ich nur einen Wurf. Mal schauen. Einen will ich nur nehmen. Dann machen wir einen Platzwechsel. Dann fahren wir mal an die Hafeneinfahrt. Da hoffe ich mir dickere Barsche. Ich will euch mal unbedingt so einen 40 plus Duisburger Hafenbarsch präsentieren. Super geile Fische. Die haben bestimmt den Wurm abgefressen. Mist. Mist, Mist, Mist. Letztes Stück ruhig nochmal anzuppeln. Und schon direkt unter der Rutenspitze. Hauen sie nochmal drauf. Aber, ja. Ja. Ja, ein bisschen klein. Dominik hat seine Tasche. So, jetzt aber allerletzter Wurf. Ich hatte gerade ein bisschen einen halben und gerade auch einen ganzen drauf. Da habe ich auch den größeren Barsch mitgefangen. Da habe ich mal die ganzen kleinen Barsche ausselektiere. Hat da auch geklappt, ne? Einen schönen dicken Happen. Für einen schönen dicken Barsch. So, jetzt hole ich einen, Jungs. Passt auf. Auf Ansage hier. So, schön weit raus. Ein bisschen zu weit rechts. Ziehe ich den so ein bisschen an die Spundwand ran. So, und dann. Ja, Problem ist, die kleinen Barsche, die klauen dann sofort den Wurm vom Haken. Man könnte dann einen kleinen Haken nehmen, ganz klein, um die kleinen alle zu erwischen. Aber das Problem ist dann, wenn dann ein dicker einsteigt, schlitzt schnell der Haken aus. Also bisher hatte ich bestimmt 20, 25 Stück. Da seht ihr mal, wie hoch die Fehlbissquote ist. Da wollen sie nicht mehr. Oh, da war er wieder. Komm. Ah, sind die ganz klein, also. Das ist das Problem mit Dropshot mit Wurm. Hat man oft kleine Barsche. Aber auch lustige Beifänge, wie Brassen, Rotauen, Karpfen, Aale, wie auch schon gehabt. Zander, wie auch schon gehabt, auf Wurm letztens. Ganz lustig, was man so als Beifang alles drauf kriegt. So. Jetzt ein paar Meter, jeden Zentimeter abklopfen. Komm, Baby. 40 plus, 40 plus. Da ist er. Da war er. Komm. Da war er. Ja. Ah. Mist! Habt ihr es aber gesehen? Der ist noch da. Oder die sind noch da. Ich habe ja gesagt, direkt
auf den letzten paar Meter. Kommt er nochmal und. Jetzt haben wir einen Platzwechsel gemacht, jetzt fängt es an zu regnen. Wind wird auch immer stärker, Angeln fast unmöglich geworden, bei dieser feinen Angelei auf jeden Fall. Was haben wir gehabt? 7 Barsche, ich guck mal auf meinen Ticker. Da habe ich eine Tasche hier. 7 Barsche, ganz mieses Ergebnis, 31er, 30 plus. Was soll man machen? Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, dann könnt ihr mal auf meiner Homepage gucken, www.johnny-release.de. Hier habt ihr es. Demnächst werden ein paar schöne Videos noch von mir kommen auf Big Fish Media, auf dem Big Fish Media Channel, also auf dem Pro Big Fish Media Channel. Und auch mit Christian zusammen habe ich die nächste Bootstour geplant. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Tut mir leid, war nicht so der Hammer heute. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.